Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Donnerstag, das heißt Zeit für Wohin am Wochenende. Unser erster Tipp liegt etwas weiter in der Zukunft. Am 14. und 15. Juni sind in Schloss Guteneck die Schotten los. Schottischer Abend mit Whisky und Musik. Tags drauf Highland Games und wie das Ganze aussieht, sehen wir kurz. Wir schauen jetzt nach Bodenwehr. Am Samstag beginnt um 19 Uhr die Spring Break Party unter dem Motto Jetzt wird's heiß. Mit DJ Nefti und Cocktailbar, Eintritt ist frei, der Veranstalter ist die Wasserwacht. Wer es dann lieber lauschig mag, kann mit Sang und Klang am Hammersee besuchen, am Sonntag im Brauereigasthof Jakob. Unser Thema der Woche, Schwandorf bewegt sich. Dazu geben wir nun ab ins Sepp-Simon-Stadion nach Schwandorf zu Armin Wolf. Es ist heute ein großer Tag für die Grundschulen in Schwandorf. Circa 200 Kinder sind im Sepp-Simon-Stadion. Es ist ein Vorbereitungstag für den Charity-Lauf in genau einem Monat. Es gibt verschiedene Stationen, es wird Fußball gespielt, das Sportabzeichen wird abgenommen und die Sportlerinnen und Sportler haben ganz viel Spaß bei der in Anführungszeichen Arbeit. Mein eigenes Laufteam ist auch da, das Armin-Wolf-Laufteam. Wir schulen die Kinder im Nordic Walking und in der Koordination und in der Kondition. Dann gibt es noch die Buchbinder Legionäre Regensburg, die spielen mit den Kids natürlich Baseball und wir haben drei Eishockeyspieler da, darunter Peter Flash, ein Kanadier mit fast 300 Spielen in der höchsten deutschen Liga und die spielen natürlich mit den Kids Eishockey ohne Schlittschuhe und ohne Eis. Außerdem waren wir diese Woche für Sie beim Bezirksentscheid der Jugendfeuerwehren in Floss und bei der Einweihung der neuen Skateranlage in Neuenburg vom Wald. Alle diese Filme können Sie sich natürlich in unserer Mediathek unter www.ostbayern-hd.de ansehen. Uns gibt es einmal in der Woche und einmal im Monat in gedruckter Form. Mehr zur aktuellen Ausgabe von Fabian Borgner. Die neue Ausgabe vom Ostbayern-Kurier Juni ist bereits auf dem Weg zu Ihrem Haushalt. Und darin lesen Sie unter anderem Schwester Erika packt aus dem Leben einer ostbayerischen Krankenschwester, die hart am Limit arbeitet und was das bayerische Gesundheitsministerium dazu sagt. Außerdem eine spannende Geschichte beim Thema Energie, wohin mit dem ganzen Biostrom. Die Schwandorfer Firma Microp Energy setzt hierfür Mikroorganismen ein und produziert synthetisches Erdgas. Spannende Sache. Der Sommer kehrt wieder und damit auch die Feste. Deswegen lesen Sie alles über die Bürgerfeste in Wackersdorf, in Regenstauf, über das Oberpfalz-Festival in Tennisberg. Was die Wirtschaft sonst noch herzugeben hat in Ostbayern, genauso wie ein kleines Fohlen aus Kastel, ein Weise wieder zu einer neuen Pferdemama auf dem Kollerhof kommt. All das lesen Sie in der Juni-Ausgabe vom Ostbayern-Kurier. Mit einer Riesenparty feiert am Samstag und Sonntag der Kleintierzuchtverein Nittenau und Umgebung sein 50-jähriges Bestehen. Der Regental-Sound spielt sein traditionelles Open-Air-Wahnsinn im Regental am Mittwoch, dem Vorabend von Fronleichnam auf der Wiese von Neuhaus.
Um 19.30 Uhr ist Beginn und Eintritt ist wie immer frei. Und das war's schon wieder von uns für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und wenn Sie Ihre Veranstaltung hier gerne sehen möchten, blenden wir unsere Adresse ein.